Moin Moin und willkommen zurück zu F1 2022. Wie schon angekündigt mit der MyTeam-Karriere. Ich habe mir ein Auto zusammengebaut, ich habe einen supergeilen Fahrer angeheuert und nach der ganzen Saison mit Mercedes fühle ich mich jetzt schon ein bisschen besser und sicherer, dass wir auch direkt ordentlich Punkte mit unserem eigenen Team Fitman Racing einfahren können. Ich würde sagen, wir gehen direkt ab in unsere Garage, schauen uns das Auto an, schauen, welcher Fahrer am Start ist und gehen ab ins erste Rennen in Bahrain. Let's go! Und da ist er. Nico Hülkenberg ist back. Ich finde, das lila-orange steht ihm absolut fantastisch. War eigentlich klar, dass ich mich für Hülkenberg entscheide. Für mich meiner Meinung nach ein super geiler Kerl. Mega schade, dass er nicht mehr mit in der Formel 1 am Start ist. Wie auch im Hintergrund sieht, lila-orange meine Farben. Und entsprechend geil sieht auch die Karre aus. Und die sieht folgendermaßen aus. Schauen wir uns die Karre an. Da ist das geile Ding. Schön lila, orange, Logo auch ziemlich nice. Immer wieder schön, einfach MyTeam zu starten, sein eigenes Auto, seine eigenen Farben. Ist einfach ein geiles Gefühl. Einziger Kritikpunkt, den ich an der MyTeam-Karriere tatsächlich habe, ist, lass mich ein Lenkrad auswählen, meiner Wahl, die Form und lass mich das Chassis des Autos anpassen, die Nase, die Seitenkästen, den die Spiegelform und eben so, dass man sich sein eigenes Auto eben zusammenbauen kann. Fehlt mir leider hier im Game. Vielleicht zu einem nächsten Game. Wer weiß. Wir starten jetzt in Bahrain rein. Sind auf KI-Schwierigkeit 85, so wie in der Mercedes-Karriere. Bin mal gespannt, wie es nach den Trainings läuft. Vielleicht gegebenenfalls da ein bisschen Anpassungen. Wir haben den Ferrari-Motor gewählt. Daher sind wir im oberen Mittelfeld, aber mal schauen, wie es jetzt laufen wird. Vielleicht müssen wir die KI ein bisschen nach unten regeln auf 84 oder 83. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich gehe ab ins Training und dann sehen wir uns im Blitzquali wieder. Nice and Stein. Also bevor wir ins Training gehen, wir können einen weiteren Sponsor holen. Und alle Entwicklungen, die wir schon machen konnten, sind alle durchgegangen. Schauen wir mal nach dem Sponsor, oder? Sponsor ist drauf. Aero-Update ist noch in Entwicklung und ein neues Chassis-Update ist in Entwicklung. Wir gehen ab. Training Nummer 1. Schauen, wie es laufen wird und dann sehen wir uns im Blitzquali wieder. Ab hier die Post. Das erste Blitzquali in Fitman Racing im MyTeam geht endlich los. Trainingssessions liefen ganz okay. Das Auto fühlt sich ganz, ganz anders an als der Mercedes zuletzt. Oh, ihr Kurve 1 gut bekommen. Bin gespannt, wo wir landen werden. Hülkenberg in jedem Training vor mir gewesen. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Oh, Spiel auf der Bremse. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich erstmal die Mercedes-Saison durchgezogen habe. Um ein grundlegend besseres Gefühl für die neuen Autos zu kriegen. Aber das hier läuft absolut gar nicht. Wahnsinn. Okay, wird eine Aufholjagd. Und ich glaube auch nicht die letzte in der MyTeam-Karriere. Bis unser Auto mal vorne mit bei der Musik am Start ist. Okay, Vollgas geht nicht. Ich muss lupfen durch die Kurve. Weit rausgetragen, kein Problem. Das wird P22 mit sehr Wahrscheinlichkeit ein hoher Abstand. Nice. Kappa. Wo hat der Hülkenberg den Platz 8 hergeholt mit 1,307? Holy shit. Geht ja fast so los, wie es aufgehört hat mit Hamilton und mir. Verdammte Axt. 2,5 Sekunden, 2,6. Waren aber Fehler dabei. Wir gehen ab in die Strategie. Let's go zum Rennen. Ich bin hyped. So, Strategie ist medium hard. Man kennt's. Bisschen Benzin habe ich rausgenommen. Ich hoffe, wir kommen aus. 1,6 Runden mehr sind drin. Hülkenberg ist auf P8. Super stark für unser Team. Hoffe, er kommt in den Punkten auch an, dass wir keine technischen Defekte haben mit dem Ferrari-Motor, so wie im Real Life. Wir klopfen mal kurz auf Holz hier. Stelle mich persönlich immer auf so ein einsames Rennen hinten ein, denn 2,5 Sekunden sind schon ziemlich viel auf die KI gewesen im Quali. Kann auch sein, dass es nur diese OP-Fähigkeiten der KI-Fahrer in der Quali-Session ist. Mal sehen, was geht. Wir starten rein. Erste Rennen mit Fitman Racing. Let's go. Ab geht die Post. Roten Ampeln sind an.
kein guter Start. Wir kommen nicht gut vom Fleck. Wir schauen, was die Leute da vor uns machen. Nutzen die Fehler der anderen. Können hier ordentlich reinstechen, ja. Leichte Berührung mit Stroll. Ricardo mit Problemen. Ganz smooth innen rein. An Stroll vorbei. Und der Ferrari-Motor, meiner lieben Freunde der Nacht. Hört er sich nicht schön an? Oh, da haben wir kurz angeklopft am Norris. Sorry dafür. Frage der Folge. Welchen Motoren-Sound findet ihr aktuell am schönsten im Game? Also bei mir ganz klar noch der Mercedes vorne, aber Ferrari ganz dicht dahinter. Aber wir kommen gut voran hier. Fein, ein robustes Auto gebaut zu haben. Danke, Grüße gehen raus an die Ingenieure und Mechaniker. Kein Flügelschaden aktuell, oder wir müssen jetzt gleich mal unseren Renningenieur nachfragen. Okay. Da kommt die Attacke von Norris. Max Verstappen, schnellste Rennrunde. Und jetzt, wo ist Hülki? Okay, er hat einen Platz verloren, kein Problem. Und da hat man die lilane Schönheit gesehen. Sehr schön. Ganz anderes Fahrverhalten als im Mercedes. Das Auto sehr untersteuernd, sehr am Rutschen. Aber wir sind auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang der Entwicklung. Solides Rennen bis hierhin. Wir können mithalten mit Haas, das ist schon mal gut. Gleichen Motorenpartner. Kurve geht auch im Rennen mit den vollen Tanks nicht voll durch. Wir sind dran. Wir sind dran an Mick Schumacher. Er zieht schon ein bisschen nach innen. Wir versuchen es außen. Oh, da zieht er aber nochmal ganz doll rüber. Besserer Exit für uns. Windschatten. Jetzt ziehen wir vorbei. Oh, Kollision mit Mick Schumacher. Was war das denn? Wir sind nicht eingeschlagen. Was war das für ein Glück? DRS bekommen. Oh, kein Schaden. Wahnsinn. Das wäre ein kurzes erstes Rennen gewesen mit Fitmon Racing hier. Ganze zwei Runden und ein paar Meter wäre es gewesen. Okay, wir müssen schon RS sparen. Wir müssen erstmal den RS-Speicher wieder ausbauen und die Performance vom RS. Aber unser Auto scheint gut zu gehen. Ansonsten wäre der liebe Nico Hülkenberg nicht so weit da vorne und kann um die Punkte schon mitkämpfen. Und jetzt sind wir ganz nah dran hier in der Kurve hinter Mick Schumacher. Früh auf die Bremse, früh ans Gas, bessere Beschleunigung, besseren Exit. Wir sind dran. Clever gemacht von ihm und da drehen wir uns weg. 360. Wow. Oh, shit. Ja gut, unter normalen Rennbedingungen ist unser Rennen damit gelaufen. Kacke. Komm ran an der Tief-Latifi. Wir hatten mega zu kämpfen. Wir sind in seinem DRS-Fenster drin. Jetzt müssen wir den Abstand so halten, dass wir vielleicht auch an ihm vorbeiziehen können und damit den Platz 20 sichern. Und DRS offen ransaugen an den Williams. Es wäre definitiv für uns hier im Rennen, glaube ich, mehr möglich gewesen, wenn man sieht, wo Nico Hülkenberg gerade ist und wo wir gerade sind. Bande. Okay, wir machen es clever. Wir warten noch die Kurve ab für Start und Ziel, damit wir im DRS-Fenster sind und nicht Latifi. Und das war nicht gut von ihm. Wir kommen ran. Und wir kommen vorbei am Kanadier.
Okay, ich weiß nicht, ob es Stroll ist oder ob es Vettel ist, aber der Aston Martin hält hier den Norris und Albon mega auf. Die sind absolut geil rangekommen auf 1,3. Noch eine Runde so und dann sind wir schon wieder im Fenster von Albon drin und können attackieren. Niemand geht in die Box, okay. Persönliche Best ein bisschen verbessert, immerhin. 17 Sekunden zu Hülkenberg, okay. Oh, ist in Ordnung für die ganzen Fehler, die wir schon hatten. Oder für diesen einen riesengroßen hier mit dem Megadreher und Schumacher. Okay, wenn alles passt, müssen wir jetzt am Ende der Geraden in seinem Fenster drin sein, damit wir mit dem DRS attackieren können. Komm schon. Bin auf der Bremse, extra dafür und wir sind im Fenster drin, oder? Jetzt muss alles passen. Wir sind nicht im Fenster drin. Oh mein Gott, wo ist denn bitte der Messpunkt? Okay, Albon in die Box. Nicht mehr im Fenster gewesen. Wir bleiben noch eine Runde draußen, maximal zwei. Schauen, wie es jetzt läuft mit den Reifen. Okay, wir konnten uns zum DRS-Fenster von Norris ranarbeiten. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt reingehen soll oder ob ich jetzt noch eine Runde draußen bleiben soll und es versuchen soll. Riskieren, den Stint ein bisschen zu ziehen, um später mit den richtigen Reifen zu fahren. Wir bleiben draußen. Hülkenberg mit freier Fahrt da vorne. Auf welchem Platz? Im dritten Platz, okay. Auf dem dritten Platz. Also ein Kampf um einen Punkt wird sie, glaube ich, nicht im Rennen. Dafür war der Fehler zu groß mit dem Dreher. Mit den zwei Drehern. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Aber naja, erste Rennen, neues Auto. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Hülkenberg ist er ja auch deutlich erfahrener als wir. Und ich hoffe oder ich würde mir sehr wünschen, dass er mit Fitman Racing seinen ersten Grand Prix-Sieg einfahren kann. Teamkollege ist an der Box, wir werden ihm folgen. Okay, Norris bleibt vor uns und wir kommen vor Schumacher wieder raus. Ganz knapp vor Schumacher. Ja, Plan ist jetzt, hinter Norris im DRS zu bleiben. Mich irgendwie dadurch mitziehen zu lassen, dass Schumacher, Stroll nicht ran und vorbeikommen. Das ist so der Plan, aber ich glaube, der wird nicht aufgehen, denn Norris ist deutlich schneller in den Kurven als wir und auf der Geraden. Oder? Oder? Vor uns ist weit und breit keiner. Ich weiß nicht, ob ich die Pace hätte jetzt, um da wegzuziehen, um Plätze zu machen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die beste Strategie ist wirklich... Kopf runter, hinter Norris bleiben und ziehen lassen. Wir können das Tempo von Norris definitiv mitgehen. Wir sind 3 bis 5 Zehntel immer so hinten dran, je nach Sektor. Wieder DRS. Und der Zug hinter uns hat somit keine Chance ranzukommen. Wir ziehen davon. Leclerc, Runde um Runde. Pop oben auf. Achtung, Charles Leclerc, schnellste Rennrunde. Der Ferrari-Mann gibt echt alles. In der Mercedes-Kampagne hat er den WM-Titel holen können. Den luxen wir ihm natürlich ab jetzt in der Saison 2, die bald starten würde. Aber erstmal Sommerpause angesagt. Also Sommerpause, Winterpause angesagt. Ein paar Entwicklungen noch durchbringen. Und dann wird der Titel angegriffen mit Mercedes. Denn das ist das, was ich mir wünschen würde. In diesem fantastisch sexy Auto von Mercedes meinen Namen mit der Fahrermeisterschaft zu sehen. Der Abstand nach vorne zu Ju wird auch nicht wirklich kleiner. Oh, immer nur pro Runde so ein paar Zehntel und dann die nächsten paar Kurven ist es wieder höher. Also McLaren auch mit allem anderen als ein geiler Start hier in die Saison. Wird Norris und Ricciardo hier, meine beiden Kampfkumpanen, für die ersten Rennen werden, bis das Auto so entwickelt ist, dass ich mich wohl darin fühle, um vorne mitkämpfen zu können in den Punkten. Wäre natürlich auch cool. Aber Hülkenberg macht den absolut besten Job aller Zeiten da auf Platz 7 mit einem komplett neuen Auto. Man sieht seine Routine. Ich glaube, wenn wir vorbeikommen würden an Norris, könnten wir uns auch so einen kleinen Ticken absetzen. Ich glaube, wir wären ein bisschen schneller, wenn wir alleine freie Fahrt hätten. Ich hau jetzt mal alles an ERS raus, was wir haben. Okay, ja, es ist schon leer. Mal gucken, wie weit wir rankommen. Es wird nicht reichen. So wie in jeder Runde jetzt zuvor auch. Ne, das wird nicht reichen. Ich will auch hier keinen Unfall jetzt riskieren. Oh,
Aber es sieht gut aus. Wir sind nah dran, näher als sonst. Der ist offen. 9 Sekunden zum Hintermann und das könnte die Attacke werden. Norris geht nach innen rein, platziert sich. Side by side hier in Kurve 1 rein, bloß nicht drehen. Spät am Gas, vorsichtig mit dem Gas über den Curb. Er bleibt vorerst vorne. Wir versuchen es nochmal ganz spät jetzt innen rein. Okay, er macht es innen. Berührung. Das war aber wirklich dumm jetzt von ihm. Warum zieht er da nochmal rein, macht die Tür zu? Hätten eigentlich damit vorbeikommen können, war cool angesetzt. Schöner Move bis dahin eigentlich. Das war wieder dumm von der KI. Gefühlt 12, 13 Runden hänge ich hier hinter Norris und komme absolut nicht vorbei. Mir tropfen die Schweißperlen schon hinter der Brille ins Auge rein und ich komme nicht vorbei. Ich gebe echt alles, meine Hände krampfen am Controller. Ich drücke so fest den Gasknopf rein, wie es einfach nur geht, aber es kommt nicht mehr extra Leistung raus irgendwie. Belastend. Jetzt aber, jetzt sind wir nah dran. Diesmal stechen wir innen rein. Er geht zwar nach innen, aber wir ziehen weiter nach innen. Ganz spät auf der Bremse, runter in den ersten Gang. Er ist immer noch an uns dran. Und wir sind vorbei. Und haben sogar noch DRS bekommen. Wow, in der vorletzten Runde. Fazit nach 29 Runden. Auto fühlt sich mittlerweile einen Ticken besser an. Hab mich mittlerweile auf das Bremsverhalten ein bisschen eingestellt, dass ich noch früher bremsen muss, weiter reinrollen lassen muss, damit das Auto nicht so weit in die Kurve durchrutscht. Spannend, was da in den nächsten Rennen geht. Mit den Upgrades, die kommen werden. Motorentechnisch braucht mir erstmal nicht so viel zu upgraden, denn wir haben den Ferrari-Motor. Wir sind technisch jetzt schon auf der 4. Platzierung vor Alfa Romeo. Wir fokussieren uns erstmal auf das Chassis und auf die Aero. Und das war ein Rennen zum Vergessen hier für die Premiere von Fitman Racing. Platz 15, aber geil gekämpft. Erste Rennen Fahrer des Tages, jawohl. Okay, Max 1, Carlos Leclerc 2. Sehr gut von den Ferrari. Mercedes P5 mit Hamilton, Russell leider ausgeschieden. Fahrer-WM sieht entsprechend das Rennergebnis aus. Aber wir gehen jetzt mal in die KWM, wie es da aussieht. Jupp, und es sieht gut aus. Wir sind auf Platz 5. 6 Punkte hat uns eingefahren in Nico Hülkenberg. Darauf erstmal eine geile Brofist. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt auch noch an unserer Performance arbeiten, dann haben wir auf jeden Fall den Kampf mit Alpine. Der wird spannend dann. Der wird wirklich spannend. War ein absolut geiles Rennen. Fight mit Schumacher am Anfang hätte nicht sein müssen, der Dreher. Und vor allem der Dreher dann vor Start und Ziel, der war absolut unnötig. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Mindestens mal P10. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Das soll es dann erstmal gewesen sein hier von Bahrain. War eine klasse Saisonauftakt. 2 Fehler gemacht, die nicht hätten sein müssen. Wir hätten locker in den Punkten kommen müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen hoch da. Kostenloses Abo wäre super nice. Und ein Kommentar wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Rennen. Macht's gut, bis dahin. Ciao mit V.